Einen wunderschönen Mittwoch. Willkommen zurück bei Podipisch 3 mit der neuesten wöchentlichen Herausforderung. Sie ist von Masonator und heißt Skywire. Beschreibung: Der Senior Engineer für dieses Projekt hat das falsche Dock genutzt. And doesn't want to get out of his car, now that he's already in it. Möchte nur nicht aus seinem Auto aussteigen, wo er schon drin ist, so, also müssen wir ihn rüber carryen. Ah, hier unten. Hier unten ist der Senior Engineer. Das ist wieder RCE. Der RCE-Charakter mit seinem Auto, mit seinem Hund Paddy drin. Der ist am falschen Dock gelandet und er möchte eben jetzt nicht aussteigen, wo er schon drin ist. Deswegen müssen wir ihn hier oben, ihn hier rüber holen. Wir haben hier ein... Ja, das heißt eigentlich, wir hängen ihn hier unten ran und müssen hier oben eine gewellte Straße machen, die wir hier unten ansetzen werden, dann oben hin kopieren, das Ganze stabilisieren. Günstigste Lösung unter 34.000. Wir haben 120.000 als Budget zur Verfügung. Los geht's. So, wenn ihr auch spielen wollt, die aktuellste Weekly. Die ID müsste auch gleich hier oben stehen. Wir haben nur 10 Stahl. Ja. Und das ist sogar hier schon vorgegeben. Guck mal. Ah, das ist aber die teuer. Wahrscheinlich brauchen wir das in Stahl. Ich teste es mal ganz kurz, ob wir es auch in Seil nehmen können. Ja. Weil dann würden wir noch ein bisschen Geld sparen. Ich darf das nicht mal hier vorlegen. Na gut. Schauen wir mal. Ist das hier offen? Ja, ist es. Okay. So, also wir müssen hier eigentlich erst runter, dann hoch und dann eigentlich wieder runter. Ja. Das heißt, wir werden es in etwa so machen. Das wollte ich nicht. Ich will es nämlich dann hier nochmal wegmachen. Das nochmal hier hin kopieren. Und dann die beiden hier so abverbinden. Ich hoffe, dass das in etwa eine durchaus korrekte Form... Ja, die Form sieht gut aus, oder? Die Form sieht etwa gut aus. Wenn ich hier 1:1 hinmache und ich ihn hier entlang fahren lasse, sollte er die Checkpoints mitnehmen. So grob geschätzt. Gut, gucken wir mal an. Also, ich hoffe natürlich, ihr freut euch über diese wöchentliche Herausforderung, wie immer. Ja. Na, komm her. Ist natürlich jetzt erstmal die Frage, wie kriege ich das Ganze stabil gemacht? Ich nehme an, dass wir da über die klassische, wir spannen das Ganze, Geschichte gehen werden. Das heißt, erstmal hier alles festmachen soweit, dass das ein ganzes Teil ist. Ich will eigentlich dafür keinen Stahl nehmen, weil ich weiß, ich werde unten Stahl brauchen. Deswegen machen wir mal sowas. Ist zwar ein bisschen eklig, aber okay. So. Ich versuche erstmal hier alles möglichst mit Holz zu machen und dann wird das Ganze, wenn es sein muss, nochmal mit Stahl festgemacht oder verbessert. Hier kann ich eigentlich ein bisschen näher rangehen. Komm, gib mir das noch ein Stückchen. Ja. So, dann würde ich nämlich jetzt hier so in die Richtung gehen und das Ganze eben hier dann spannen. Wahrscheinlich werden wir da sogar Kabel brauchen. Ich gehe direkt auf Kabel. So, gucken wir uns das erstmal an, ob A, die Brücke sich selbst hält. Ja, tut sie gerade so. Ja, wobei, ist eigentlich relativ stabil sogar. So, ich glaube, dass er hier zu schnell runtergehen wird. Eventuell brauchen wir hier sogar noch eine Klappe vorher. Klappt über... Okay. Ich
Geht das eigentlich, wenn ich noch so mache? Ich glaube nicht, oder? Nee. Versuchen wir es mal mit solchen Geschichten hier stabiler zu machen. Ich glaube, ich muss hier eher noch so eine Straße machen, um ihn halt vom Überklappen zu hindern, oder? Die Straßenführung ist nicht so perfekt. Zu schnell runter hier. Tendenz wirkt erstmal okay. Frage ist von der Höhe her. Ist, glaube ich, sogar fast ein bisschen zu niedrig, oder? Kann es sein? Dass ich gar nicht so niedrig runtergehen muss hier? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, es würde so reichen. Ja, das reicht. Könnten sogar noch ein Stückchen weniger runtergehen. Machen wir das Ganze hier nochmal weg und bauen das Ganze mal ein bisschen niedriger oder ein bisschen flacher. Dann können wir aber auch, wir können nicht nur das in der Höhe ein bisschen sparen, sondern sicherlich auch hier ein bisschen sparen. So, wir gehen hier nochmal auf Holz. So. Das nicht. Und dann denke ich, dass wir hier so eine einfache Verbindung machen können. So. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen hinkommen. Das reicht natürlich nicht, leider. Dann werden wir das hier jetzt mal bis hierhin machen. Einmal so. Einmal so. Natürlich geht das nicht. Das hasse ich wie die Pest. So. So. Und jetzt gehen wir hier dann wahrscheinlich direkt auf Kabel. Ja, nicht perfekt, aber gucken wir mal, wo wir nachbessern müssen. Jetzt, wenn er... Ich wollte sagen, jetzt, wenn er runterfällt, ist es ein bisschen zu viel. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen weniger runtergehen? Ich glaube, wir sind nicht tief genug jetzt. Okay. Müssen wir jetzt hier halt immer wieder gucken, wo wir es reparieren müssen. Ich glaube, er hat ihn nur erwischt, weil das Ding zusammengebrochen ist. Ja.
Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine weitere Unterstützung. Die machen wir hier hin und hier hin. Das heißt, die war doch nicht ganz so unwichtig. Ich wüsste halt gern, ob das jetzt mal berührt, ohne dass es reißt. Ja, also die Höhe ist okay. So, dann darfst du reißen, weil dann kann ich das jetzt immer noch hier verbessern. Und jetzt interessiert mich halt, ob der Hochpunkt auch noch gut genug ist. So, jetzt reißt du da unten. Da können wir Holzmuskeln draus machen auf beiden Seiten. Ist nicht hoch genug, wie ärgerlich. Okay, der ist nicht hoch genug. Wir müssen hier leider ein bisschen höher gehen. Und rechts sind wir... Ich glaube, wir werden rechts auch nicht auf der richtigen Höhe sein geführt. Na also... Hier eventuell Stahl hin. Ja. Könnte vielleicht sogar einfach auch ein Holzmuskel reichen, aber... Was gibst du nach? Also machen wir da nochmal Stahl hin. Schade. Dann machen wir hier noch ein Kabel hin, dann haben wir es gelöst. Kriege ich noch irgendwie die 45 Dollar runtergespart? Ja, kriegen wir. So, 63.000 glatt. Das ist okay. Hey. Glatte 63.000 ist okay. Nicht die Welt. Wo landen wir in der... In der Galerie? Oder Bestenliste vielmehr. Darf ich nicht? Will er nicht? Hat er keine Lust? Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal, ob die Galerie direkt lädt, wenn ich da drinne bin. Sieht nicht so aus. Tja. Keine Lösungen für euch, zumindest keine Replays für euch. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, hoffe ich seid beim nächsten Mal dabei. Da ist es doch. Man muss nur mit der Verabschiedung anfangen. Günstigste Variante unter 34.000, einfach nur Pronolato. Einfach nur hoch und dann runter. Krass. Und das Ganze ja mit Holz gemacht, das ist günstiger als ein Seil. Ah, das macht natürlich auch Sinn. So einfach habe ich nicht gedacht, das ist so offensichtlich. Evil Homer hat auch die Welle gemacht. Hat das dann hier mit dreifachen Supports gemacht. Auch Holz genommen. Die Straße nochmal verringert, was natürlich das Gewicht auch noch ein bisschen verringert. Da kam ich auch nicht drauf. S.A. Spencer, auch die Straße verringert. Dann hier über Spannung gegangen. Zen, hier mit Straßen gebaut. Okay. Schmack, rechts und links am Gebäude angesetzt. Immer noch deutlich günstiger als ich. Cool, cool. Ansonsten eigentlich relativ ähnlich. Ja, ich bin hier. Aktuell. Kann man nicht meckern. Und auf Platz 35 aktuell. Vor Looming. Das heißt, da wird noch ein bisschen was kommen, natürlich. Aber immerhin. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch eine schöne Restwoche. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Morgen wieder Workshop. Samstag, Sonntag Master Mode in Poly Bridge 3. Dienstags Master Mode in Poly Bridge 2 und nächste Woche Mittwoch die Weekly in Poly Bridge 3. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.